Ja, guten Tag. Wir spielen heute mal wieder ein bisschen Plague Tale Innocence. Ja, beim letzten Mal, da haben wir endlich das heilende Heilmittel oder das Heilmittel für Yoko geholt. Ja, und schauen wir mal, was jetzt noch so alles passiert, ne? Ja, Kapitel 14, Blutlinien. Amicia hat sich auf der Suche nach Yoko verirrt. Erschöpft fiel sie in einen wirren Traum, in dem sie Yoko als geisterhafte Personifikation ihrer Schuldgefühle begegnete. Genau, das war beim letzten Mal. So. Okay, wir sind jetzt mal Yogo hier. Was ist das denn? Ohne Video oder was? Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Ich wollte eigentlich noch im Raum durchgucken, aber. Was ist hier los? Ja. Also, hier geht auch nichts und Yoko hat keine Waffen. Wenn ihn jemand findet, wird der Alarm ausgelöst. Okay. Okay. Okay, wird schon mal gespeichert. Ja. Was ist denn hier? Das Paket war alles. Ich war hier mal weiter. Da ist der Mann, den kann ich jetzt nicht mit der Schleuder irgendwie wegpacken. Was hier Gold oder was? Oder? Ah, glaube ich wohl kaum. So. Läuft er weg. Sehr gut. Aber hier ist ja gar nichts. Das war jetzt vielleicht ein bisschen doof. Ein paar Haufen, ne? Er guckt doch bestimmt jetzt nicht zu mir, ne? Er ist doch total beschäftigt. Da war nichts. Ja, seltsam, ne? Oder doch nicht? Yoko wurde entdeckt. Okay. War doch nicht so eine gute Idee aus dem schwarzen. In dem schwarzen Bereich. Schau mal. So, dann schau mal, ob wir hier, ne? Vielleicht ein bisschen schneller hier machen. Dieser. Das war vielleicht ein bisschen besser, hier direkt rumzugehen, ne? Der. So ist hier so eine Lore. Okay, aber wenn es wissen war, wie das jetzt, also der erste Abschnitt geht. So, kann man hier irgendwo reingehen? Das hast du auch bestimmt nicht gesehen. Da bewegt sich was. Ah ja, war doch nichts, ne? Nichts zu berichten. Ja, dann gehen wir lieber. Ja.
So, gucken wir mal, wenn die da beide beschäftigt sind. Oder doch nicht? Ah ja, einfach weitergehen. Okay. Okay. Das geht scheinbar. Ja, die schauen wir mal, wo die finden. Der ist sowieso beschäftigt. Kriegt sowieso nichts mit. Baum ist hier alles zu. So. Okay. Können wir hier mal drunter, ne? Achso. Da im Gold da, das ist auch ein schöner Job da. Komm mal unter dem Tisch her. Genau, richtig. Ansonsten Kopf ab. Mal hier weiter, oder? Da wird auf jeden Fall gespeichert hier oben. Da kriegt auch nichts mit. Okay, Flaschen können zerstört werden. So, deswegen stehen die auch so schön. Ich warte. Könnt ihr auch rein theoretisch als Ablenkung nutzen, ne? Gehen wir mal hier drunter. Ja. Der Körper des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht entkräftigen. Ich darf nicht zerbrechen, nicht zerbrechen. Ad Luke. Ja, wäre nicht so gut, ne? Aber hier gehen wir einmal nach unten. Mal weiter in diesem Labor hier. Ja, ein Speicherpunkt. Aber Vorsicht, okay. So, wenn er wieder hier hinkommt, da können wir uns dann mal anschauen, ob da hinten was ist. Also hier kann man einfach nach oben gehen. Super. Der nächste Speicherpunkt. Ja. Ja. Jo, Jogo wurde entdeckt. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter ausgraben.
So, was macht der so? Der Laufweg? Ne, das sehe ich nicht. Den muss man wohl nur vorbei und nicht die Flasche hier umhauen. Da saß einfach jemand. Okay. An dem kann man einfach so vorbei. Da braucht man nichts machen eigentlich. Ach der. Ich hätte wieder. Sein Glaube beschützen. Glaube ich nicht. Gehen wir zu dir. Ja. Der steht jetzt einfach da. Bist du festgewachsen hier? Ja, ne? Ja. Einfach vorsichtig an der Sitze vorbeilaufen. Ja, gehen wir mal einmal hier nach unten, ne? Genau. Jo. Der Typ. Oh. Komme ich denn an ihm vorbei? Ja, das war vielleicht jetzt nicht so der Beste.